So, wir kommen heute nun endlich zu den neuen Clicker, Idle und Incremental Games. Als nächstes ist jetzt Idle Heist dabei. While you're offline, you had $0. Klar, habe ja alles Ding auch noch nie gespielt. Auf jeden Fall schon mal sehr angenehm, dass man das hier einstellen kann und dass ich hier noch nicht gleich mit irgendwas konfrontiert werde und mich erstmal selber in das Spiel reinschauen kann. Also mal gucken. Bomb Upgrades. Wanskin Offline Multiplier. Click Upgrades. Character Store Achievements. Das sind wahrscheinlich die gleichen, die tatsächlich in Steam abgebildet werden, weil es sind nur 19 Errungenschaften dort verfügbar. So, Locations. Entrance locked. Okay, das andere ist noch nicht weiter freigeschaltet. Medium und Large Banks sind auch noch gesperrt. So, mal gucken, was ist denn die Store? Okay, 180 Bomben. Das heißt, da kann ich irgendwas. Ah, das ist wahrscheinlich die Premium-Währung dann. Die natürlich jedes so ein Free-to-Play logischerweise hat. Also dann mal gucken. Charakter. Plus $1 pro Sekunde. Charakter Upgrades. Medium Bank. Large Bank. Und Click Upgrades. $25. Ja, sollte ich langsam mal anfangen zu klicken, um ein bisschen Geld reinzubekommen. So, das sind dann die Sachen, die gegen die Premium-Währung bezogen werden können. Job Success Chance. Speed Multiplier und Masken. Gut, also Bomben habe ich aktuell keine. Das war ja das, was ich gerade schon im Shop gesehen habe. Also dann legen wir mal los. Irgendwo muss ich anfangen. Okay, get to the floor. Welcome to the world of crime. Das ist dann schon freigeschaltet und 100 Mal geklickt. Das geht relativ zügig. Kriegen wir auch die 1000 gleich voll. Mal gucken, dann müsste ich doch jetzt die ersten Charakter-Upgrades mir leisten können. Nächstes Achievement. Hire one crew member. Plus 5. Das heißt, pro Klick nehme ich jetzt mehr ein. Okay, das heißt, die sind tatsächlich jetzt hier dazugekommen. Ein weiterer Crew Member. So, die Frage ist natürlich, was motiviert mich jetzt, wie weit hier weiterzugehen? Das sind tatsächlich dann die Sachen pro Sekunde. Das heißt, ohne dass ich was machen muss. Aber natürlich kann ich es mit Klicken noch unterstützen. Und der nächste. Klick 1000 Times. Okay, das heißt, das sind alles gut, bis 1 Million klicken. Dann Jewel Store, Reach the Wallet. So, dann Crew Member. Das wird wahrscheinlich nicht beim ersten Mal ausreichen, außer es zählen die Zahlen im Hintergrund. Gun Modifications. Okay, dafür müsste ich allerdings irgendwie an die Bomben rankommen. Mal gucken. Wahrscheinlich gibt es auch beim Reset irgendwie Möglichkeiten, Bomben zu bekommen. Weiß ich noch nicht. Das heißt, damit kann ich das natürlich umso schneller machen mit dem Multiklick. Schauen wir erstmal, dass wir das so weit wie möglich steigern. Und dann mal sehen, wo wir da irgendwie ankommen. Mal gucken, ob es hier ein Maximum gibt. 2 Millionen. Dann schauen wir doch mal, dass wir die Charakter jetzt ein bisschen hochpushen. Kann ich hier 10 oder 20 auf einmal kaufen? 10, 25. Okay, dann zählen die Zahlen dahinter. Also nicht die Liste hier, sondern es ist tatsächlich einfach die Menge, die dann relevant ist. So, dann mal schauen. Dann müsste ja der Builder wahrscheinlich auch eine neue Person dazu kommen. Jawohl. Dann ein Newbie Crew. Den sehe ich jetzt nicht. Average Crew. Okay, taucht irgendwie so nicht direkt auf. Die ganzen Crew-Member sind erst dann wirklich wichtig, wenn ich offline bin. Weil ansonsten kann ich mit den Klicks wahrscheinlich immer noch ganz gut mehr absahen, als die in der Lage sind, aktuell zu sammeln. Die Frage ist nur, was ich jetzt eigentlich anstelle, außer dass ich natürlich die Achievements vervollständige. Machen wir mal die 10.000 wahrscheinlich jetzt gleich komplett. Ah, ich kann in den Wallet inzwischen rein. Ah, hier sind wahrscheinlich die anderen Teammember dazugekommen, die waren vorher nicht hier. Die Frage ist nur, ob ich hier einen anderen Klickstatus bekomme. Okay, die Medium-Bank ist noch nicht verfügbar. Wahrscheinlich kann ich bei 2,5 Millionen dann den Scout losschicken. Und, jawohl, Medium-Bank Entrance. Das heißt, das ist jetzt sozusagen der Scout, der mir hier dann hilft, in die andere Bank reinzukommen. Habe ich hier jetzt eigentlich unterschiedliche Klickwerte. So, 1000 pro Klick. Ist das hier anders? Ist nicht gut abzulesen, was hier tatsächlich die Klickwerte sind. Also scheint von der Location her unabhängig zu sein, was meine Klicks einbringen.
Und für die Charakter gilt halt einfach nur, je nachdem, wo sie halt stecken. Das ist dann die Frage, bis zu welchem Wert sich tatsächlich das lohnt, weil mit mehreren tausend und den geringen Zuschlägen lohnt sich das eigentlich wahrscheinlich fast nie. Sondern wenn dann gleich auf den nächsten zu sparen. 250, du hast das Vierfache. Das heißt, solange du weniger als das Vierfache kostest von dem, würde sich es noch lohnen. Weil bis 22 Millionen, das dauert natürlich eine ganze Weile, bis dann der Best Friend an der Stelle freigeschaltet wird. Mal gucken, wie viele habe ich jetzt auf den Locations? Hier habe ich jetzt 4 Locations und 12. Das heißt, 3 gehören jeweils zu einer Location und sobald ich eine Figur von der Location wahrscheinlich freigeschaltet habe, ist auch die Location für mich erreichbar. Das heißt, ich bräuchte 500 Billionen, um dort in die zweite Ebene zu kommen. Aber mir ist immer noch nicht ganz klar, was jetzt hier außer das Durchraschen tatsächlich so praktikabel noch ist oder was es hier zu tun gäbe. Irgendwelche Level-Ups. Ich kann nur mehrere machen. Sie haben keine Fähigkeiten, keine sonstigen Sachen. Also natürlich das hier die Success-Chance, was auch immer das dann letztlich sein soll. Weil es müsste wahrscheinlich noch irgendwo irgendeine Form von Reset geben. Mal gucken, ob die Achievements da noch irgendwas. Yeverly Store ist wahrscheinlich das dritte. The Holy Grail Reached the Valut. Das dürfte wahrscheinlich die letzten Sachen. Also hier dürfte es wahrscheinlich ein Juwelending sein und das in der Large Bank dürfte das letzte dann eben dieser Ballot sein. Okay, die Large Bank hat nur 2 Stufen. Oder es wird mir noch nicht angezeigt. Crewmember kann ich natürlich dann noch weiter engagieren. Achso, das eine war das hier, wofür ich mindestens 50 Bomben brauche. Das ist natürlich blöd, falls diese Bomben nicht tatsächlich irgendwie durch das Spiel bekommen werden sollten, dann heißt es, dass es letztlich die 4 Achievements nur gegen Echtgeld gibt. Das Einzige für die Achievements ist tatsächlich, dass ich natürlich so viele Crewmember wie möglich kaufe und damit dann immer die noch am günstigsten sind, einkaufen würde. Unabhängig davon, ob sich das mit den Boni, die bringen, tatsächlich lohnt, weil gegenüber dem Klicken kommen die halt sowieso nicht ran. Damit ist die nächste Stufe freigeschaltet. Das heißt 100 Crewmember, das nächste sind dann 500. Aber das ist dann letztlich, wo man das Spiel dann ein paar Stunden offline laufen lassen kann. Das heißt im Moment pro Klick habe ich jetzt, wenn das immer so etwa eine verdoppelt war, 2.000. Das heißt pro Klick bzw. pro Sekunde bekomme ich das, was ich für 2 Klicks irgendwie bekomme. Also mal schauen, was hier jetzt noch die Verhältnisse sind. Das heißt, der hier dürfte 1 Million kosten, um letztlich hier den gleichen Wert zu geben. Der hier dürfte 500.000 kosten und der entsprechend 2,5 Millionen. Umgekehrt darf der dann halt nur 1/25 kosten von dem hier. Deswegen lohnt sich der natürlich im Moment am allerwenigsten. So mit 1.000, du darfst das Vierfache kosten gegenüber dem. Das heißt, der kostet jetzt, hat jetzt 2 Millionen. Das heißt, du bist eigentlich zu teuer. Das heißt, du musst erstmal noch ein bisschen ansteigen. So, dann kann ich jetzt den anderen kaufen, zumindest bis 4 Millionen. Dann sind die wieder auf dem gleichen Niveau. Du dürftest jetzt das Zehnte, das heißt, bis 400.000 kann ich dich kaufen, damit du auf dem Niveau bist. So, der ist dann bis 100.000, das hat er schon. Und der hier dürfte maximal 40.000 kosten. Und der entsprechend maximal 20.000. Und der maximal 2.000. Das ist auch wieder 1:10. Das heißt, das Ding dürfte 40 Millionen kosten, bevor es so teuer ist wie das hier. Also müsste ich jetzt eigentlich auch 22 Millionen sparen. Allerdings, wenn ich eh in die Größenordnung gehe, dann lohnt es sich erstmal wieder das nächste Click-Upgrade bei 26 bzw. 27 Millionen zu kaufen. Aber da sich sonst echt überhaupt nichts ändert, ist das doch ein bisschen eintönig. Mal gucken, was sind denn hier die niedrigsten? So, 250. Jedenfalls 250 und 250. So, das heißt natürlich, dass das Einsteigerpaket die 750 Bomben enthält, um letztlich diese 3 Achievements zu erfüllen. Und dann die Gun Modifications wären nochmal 50 Bomben, die mindestens dafür benötigt würden. Zumindest hat das Spiel jetzt noch nichts gezeigt, dass es hier irgendwie eine Reset-Modifier hätte. Ansonsten, es gibt auch, glaube ich, nichts Großartiges zu entdecken, dass hier irgendwie irgendeine Interaktion zuließe, außer dass halt hier die paar Animationscharakter da drin sind. Man kann nicht mal hier auf die Tür klicken, um da reinzugehen, sondern muss es echt über die Locations wechseln. Und der Sprung zu der anderen Bank ist im Endeffekt einfach nur ein sofortiger Sprung, womit die Banken gewechselt werden. Daily Reward, was bekomme ich da? Okay, also man kann die Bomben im Spiel finden. Mal gucken.
Okay, dann kann ich meine Klicks verbessern. Dann kann ich da schon mal das erste Teil einsacken. Sehr schön. Alles okay. Man kann die Bomben auch über die Dailies dann bekommen. Prestige. Hier ist also dann das Meta-Reset. Bypass Reset and Prestige kostet 100 Bomben. You can Prestige now for 0 Token. You have 0 Tokens. 10% Earning Bonus, 10% Click Bonus, 75 Token und minus 10 Character Cost. 15.000 Click habe ich schon. Wird es aktuell aktualisiert? Offensichtlich nicht. Also Statistik nochmal auf. Okay, es wird erst aktualisiert, wenn ich es neu mache. Amount per Click liegt jetzt bei 3,86. Achso, das ist also immer der aktuelle Wert. Und der nächste Upgrade würde dann halt das entsprechend steigern. Der Offline-Multiplier ist bei 0,1. Das heißt, ich bekomme nicht 8500, sondern ich bekomme nur 855 pro Sekunde. Daily Chest opened 1 und Better Participant now forwards. Alles klar. Also dann ist es zumindest noch ein bisschen mehr, was freigeschaltet werden kann. Und es dauert auf jeden Fall einige Tage, bis ich dann hier die 250 jeweils zumindest zusammen habe, damit ich hier die Bomb-Upgrades kaufen kann. Shop Success Rate. Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was die tatsächlich zu bedeuten haben. Der Offline-Multiplier wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, weil der erste verdoppelt ist schon, was ich dann an Offline-Earnings bekommen kann. Ist aus meiner Sicht ein bisschen ungeschickt, dass die unter so einem Schraubenschlüssel da nur versteckt sind. Aber klar, ich hatte es ja vorhin dann schon mal gesehen, dass da Reward steht, aber nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Und wir sind jetzt gleich beim nächsten Clicker-Upgrade angekommen. So. 5400. Ich denke mal, ich mache die 100.000 Klicks noch komplett. Bei den Charakteren hatte ich ja gesagt, dass ich dort erstmal den Best Friend kaufen müsste, weil sonst die Verhältnisse eigentlich zu schlecht sind, um die niedrigeren zu kaufen. So, dann muss hier jetzt ein neuer auftauchen. Jawohl. Best Friend ist da. So, der ist jetzt auf 25,8 Millionen gestiegen. Das ist nicht allzu viel. Das heißt, mit 2,5 Millionen wäre das Maximum, was der andere kosten dürfte, damit er sich lohnt. Die Frage ist halt, wovon dieses Prestige tatsächlich abhängt. Von der Anzahl der Freunde, der Charakter, die ich gekauft habe, oder von der Anzahl an Cash, die ich insgesamt eingesammelt habe. Mal gucken, wie viel habe ich denn da aktuell? Okay, das wird mir hier gar nicht angezeigt. Ist also auch unerheblich anscheinend, wie viel Geld ich collected habe und wie viel Geld ich ausgegeben habe. Es wäre auf jeden Fall auch schon jetzt eigentlich auf die 250 Millionen zuzuarbeiten, weil die natürlich preislich auch wieder günstiger sind für den Vorteil, den sie bieten. Eigentlich ist die ganze Kette ziemlich unpraktisch aufgebaut, weil das kostet 250 Millionen. Ah, okay, das kostet jetzt schon Billions. Aber es sind auch 25 Millionen dann wieder. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich schnell ein Excel-Sheet zusammenzustellen und die Verhältnisse hier auszubaldowern und zu gucken, okay, wie viele Sekunden bräuchte es im Endeffekt, um den rechnerisch zuzulassen? Und dann kann man immer die kaufen, die sich selber gerade am günstigsten lohnen, weil dann braucht man die nicht untereinander zu vergleichen, dann kann man die auf ihr sich selbst bezogen am schnellsten vergleichen. Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal den 25 Millionen. Und hier muss ich bis 40 Millionen hoch, bevor der sich wieder lohnt. Crewmember 500 zusammenzubekommen. Steht hier eigentlich, wie viel ich habe? Ne, hier wäre auch noch eine Interessanzeige für die Gesamtanzahl ganz gut. Dann würde man auf einen Blick sehen, wie viele Crewmember ich tatsächlich aktuell habe. Also, ich stelle mir mal gerade ein Excel zusammen. So, und dann ist im Endeffekt die, wann rechnet sich das, wie heißt es genau? ROI, Return of Invest. Hobo, du kostest aktuell 108 und bringst nur 1, 1 Dollar pro Sekunde. Also bei ihm, logischerweise, würde sich das erst nach 100.000 Sekunden rechnen. Im Moment ist der bei 4.000 Sekunden, der Advanced Crew. Da ist die Advanced Crew also leicht besser aktuell schon als der Bankscount Girlfriend. Der ist tatsächlich dann jetzt mit 20.000 Sekunden auf jeden Fall ungünstiger. T müsste jetzt hoch 12 sein. Ja, da wäre jetzt dann wieder eine Anzeige sinnvoll, dass ich hier die Exponenten sehe, statt diese Buchstaben, weil die Buchstaben sind einfach super nervig. Okay, dann muss das T, muss dann nicht 1 hoch 12, sondern wahrscheinlich sogar mehr sein, weil sonst wäre der noch recht lohnend.
Das ist eben jetzt genau das Problem, eben die richtigen Exponenten daran zu erkennen. Businessman und der Corrupt SWOT hat beide den gleichen Ertrag, aber unterschiedliche Kosten. Könnte ich mir nämlich jetzt nochmal im Verhältnis ausrechnen, natürlich, wie lange dauert es, die bei 38.000 pro Sekunde, die tatsächlich zu bekommen. Unabhängig jetzt von den Klicks, die ich zwar schneller machen kann, aber das wäre auf jeden Fall noch notwendig, das da ins Verhältnis zu setzen. Weil sonst ist es schön, dass der Return on Invest ziemlich früh passieren würde, aber wenn ich ewig brauche, bis ich ihn mir überhaupt leisten kann, dann nützt mir das Ganze eben auch wieder nichts. Was ein Kuh kosten die wieder nur und bringen dann trotzdem 10T. Ist ja echt der Hammer. Okay, und der nächste ist dann S und N. Oh, super. Keine Ahnung, welche Exponenten das tatsächlich sind. Million, Billion, Trillion, Quadrillion, Quintillion. Ah, das kann natürlich auch sein, dass hier die Buchstaben sich wiederholen. Von Quadrillion zu Quintillion und dann Sextillion und das schon Nonillion sind. 10 hoch 30. Septendecillion eventuell. Also keine Ahnung, was sie da für Abkürzungen verwenden. Das hier könnte eine Winktillion dann sein. Mit 10 hoch 63. Aber deswegen, also ohne vernünftige Exponentialzahlen ist das echt ärgerlich, weil das nicht dann wirklich gut zu berechnen ist. Weil ich vermute mal, dass diese hier, dass die einen Q haben, ist in Wirklichkeit dann aber schon eine andere Zehnerpotenz. Nur, dass sie halt nicht wirklich eindeutig genug sind. Das ist die Frage, warum Sept und Oktillion dann überschwommen wird und hier dann gleich Nontillion hinkommt. Dann kann ich das Excel-Sheet eh erstmal nicht sinnvoll vervollständigen, weil ich mit den Notationen das nicht sinnvoll übersetzen kann. Zumindest bis Best Friend ist ohnehin aktuell der niedrigste. So, 39. So, der müsste also noch ein Level vertragen. Okay, aber das werde ich dann eher ein anderes Mal machen. Weil es gibt ja hier leider nicht viel Abwechslung oder nichts Besonderes zu tun. Ich hoffe natürlich, dass das Ding dann auch erhalten bleibt und nicht, dass das verschwindet. Aber ich gehe mal davon aus, dass alles, was gegen Bomben gekauft wird, auch permanent zur Verfügung steht. Und dann ist natürlich noch die Frage, die Daily Rewards, inwieweit die natürlich jeden Tag gleich bleiben. Und es hat ja zwischen 1 bis 100 tatsächlich geschwankt. Gab es ja verschiedene. Also mal sehen, wie da überhaupt die Wahrscheinlichkeiten sind, welche Belohnung man da als Daily dann tatsächlich bekommt. Also hier dann beim nächsten Mal hoffentlich mehr, wenn ich dann mehr über die anderen Entrances sagen kann und vor allen Dingen auch herausgefunden habe, wann das Prestige greift und wie viele Token es dann überhaupt zu gewinnen gibt. Klickbonus ist natürlich das, was am schnellsten dann greift, wenn ich aktiv spiele. Wenn ich passiv spiele, eher die Earning Bonus. Und natürlich, dass die Charakterkosten gesenkt werden, aber mit 1000 Token. Wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, in welcher Größenordnung für ein Reset tatsächlich die Tokens anfallen, um das dann sinnvollerweise hier zu senken und ob die Boni hier konstant bleiben und ob die additiv wahrscheinlich additiv sind oder ob sogar multiplikative Boni dann da möglich sind. Mal sehen. Soweit also für den ersten Blick in Idle Heist und auf zum nächsten Spielen.